Willkommen, Freunde. Laut offiziellen Statistiken leben Millionen von Menschen weltweit von weniger als $2 pro Tag. Das ist ein Indikator für extreme Armut. Und während die nationalen Regierungen bemüht sind, die Armut zu beenden und das allgemeine Wohlergehen zu verbessern, kämpfen viele Menschen immer noch buchstäblich ums Überleben. Die meisten von ihnen verbringen ihr ganzes Leben unterhalb der Armutsgrenze. Aber es gibt einige, die es schaffen, dem Schicksal zu trotzen. Heute werde ich euch von einem einfachen Obdachlosen erzählen, der nichts als seinen Traum hatte. Und jetzt kennt die ganze Welt seinen Namen. Der Junge namens Thiago wurde in Kazem, einem Vorort von Lissabon, geboren. In einem praktisch vergessenen Wohngebiet, in dem Arbeiter und Einwanderer unter ärmlichen Bedingungen lebten. Das Viertel hatte einen sehr schlechten Ruf. Von guten Schulen, Krankenhäusern, durchgängiger Stromversorgung und sauberem Wasser konnte man hier nur träumen. Die Plattenhäuser standen dicht beieinander und machten das Zusammenleben unerträglich. Die einzigen Menschen, die dem Ort Leben einhauchten, waren die Jungen, die auf provisorischen Sportplätzen Fußball spielten. In diesem armen Viertel wuchs der Protagonist unserer Geschichte, Thiago Manuel Diaz, auf. Wie es in solchen Vierteln oft der Fall ist, werden die vollständigen Namen selten benutzt und der Held unserer Geschichte wurde nur Bebe gerufen. Dieser Spitzname wurde dem Jungen wegen seiner kleinen Statur gegeben und bedeutet auf Portugiesisch kleines Kind. Ich brauche nicht zu sagen, dass das Leben des Jungen nicht einfach war. Schlimmer als die Armut war die fehlende Elternliebe. Als er 3 Jahre alt war, verließen seine Eltern, Emigranten aus Kap Verde, ihn und seinen Bruder. Und so landeten die Kleinen in einem Waisenhaus für Obdachlose und Waisenkinder. Aber während die meisten Kinder des Waisenhauses ungezogene Rüpel waren, zeichnete sich Bebe von klein auf durch seine Ruhe und seinen Fleiß aus. Er arbeitete oft in der Küche des Waisenhauses, obwohl er das, wie er später selbst gestand, nicht besonders mochte. Aber das wichtigste Ereignis im Leben unseres Helden war, als er zum ersten Mal einen Fußball berührte. Seitdem ist der Ball sein bester Freund geworden. Und um der Geschichte vorzugreifen, sollte ich sagen, dass sie sich nie mehr getrennt haben. Als seine Altersgenossen Lebensmittel und Handy stahlen und zu rauchen anfingen, verbrachte unser Held jede freie Minute mit seinem besten Freund, dem Ball. Und er spielte nicht nur, sondern trainierte und perfektionierte jede seiner Bewegungen. Der Junge studierte die Tricks der Weltfußballer, die er im Fernsehen sah, und versuchte am nächsten Tag, sie zu wiederholen. Manchmal spielte der Junge 10 Stunden am Tag Fußball, wofür ihn viele auslachten und beschimpften, weil er nicht wie die anderen war und außerdem Ball keine Freunde hatte. Schon damals, als hungriger Junge, versprach sich Bebe, dass er auf jeden Fall von diesem Ort fortkommen würde und bald sollte seine Beharrlichkeit Früchte tragen. Keiner aus dem Waisenhaus konnte es mit Bebe auf dem Fußballfeld an Geschicklichkeit aufnehmen. Selbst den Älteren gelang es nicht, den Jungen vom Ball zu trennen. Die Jahre vergingen, er wurde erwachsen, aber er trennte sich nie von seinem Ball. Und wir hätten wahrscheinlich nichts von seiner Geschichte erfahren, wenn Bebe nicht mit 18 Jahren etwas Besonderes passiert wäre. Er hatte beschlossen, sein Glück zu versuchen und sich für die portugiesische Mannschaft bei der Obdachlosen-Weltmeisterschaft zu bewerben. Er hatte sich keine Hoffnungen gemacht, aber er hatte sich geirrt. Als der 18-jährige Bebe in zerrissenen Turnschuhen zeigte, was er mit dem Ball kann, war das Komitee so überrascht, dass der Junge schon am nächsten Tag in die Liste der Nationalmannschaft aufgenommen wurde. Und von diesem Moment an begann seine Reise. Als Teil der Nationalmannschaft verließ Thiago zum ersten Mal das Waisenhaus und reiste sogar ins Ausland. Thiago war sehr aufgeregt, als die Mannschaft zu einer Meisterschaft nach Bosnien fuhr. Aber schon im ersten Spiel schoss der Obdachlose mehrere Tore. Insgesamt erzielte Bebe 4 Tore in 6 Spielen. Zwar schaffte es seine Mannschaft nicht, in die Folgerunde einzuziehen, aber das war nicht mehr so wichtig. Denn nach seiner ersten sensationellen Leistung brodelte die Gerüchteküche und der Trainer des Fußballvereins Estrela Amadora, der in der drittstärksten Liga des Landes spielte, war auf den jungen Stürmer aufmerksam geworden. Wie der Estrela-Trainer Jorge Peixau später sagte, Thiago war überhaupt nicht wie die anderen Spieler. Alle Fußballer, die man auf dem Feld sieht, kommen aus Vereinen und Sportschulen. Sie sind Profis, die ihr ganzes Leben lang trainiert haben. Bebe ist ein Vertreter des Hinterhoffußballs. Sein Spiel war sehr frech, aber gleichzeitig technisch und kreativ. Und tatsächlich spielte Thiago mutig auf dem Fußballplatz. Und nach dem ersten Probetraining bei dem Verein beschloss der Trainerstab, den ehemals Obdachlosen in die Mannschaft aufzunehmen. So erinnert sich unser Held. Als ich zum Zuschauen kam, hatte ich nur eine Frage im Kopf. Wo werde ich heute Nacht schlafen? Ich hatte nur 1 Dollar in der Tasche und war schon zu alt für das Waisenhaus.
Alles, was ich mit meinen 18 Jahren besaß, waren zerfledderte Turnschuhe, einen alten Ball und eine große Liebe zum Fußball. Und die hat den hungernden BB damals wohl gerettet. Der Trainer mochte den jungen Spieler und machte mit ihm einen Vertrag. Aber BB bekam kein Gehalt. Alles, was ihm angeboten wurde, waren freie Mahlzeiten und eine Unterkunft an der Basis. Aber BB war glücklich darüber. Doch das war nur der Anfang. Der Junge widmete sich voll und ganz dem Training. Und während sich andere Spieler nach dem Fußballspiel entspannten, wusste BB, dass er sich das nicht leisten konnte. Selbst als am Abend die Lichter an der Basis ausgeschaltet wurden und das Stadion schon dunkel wurde, schoss unser Held immer noch den Ball alleine ins leere Netz. Schon nach seiner ersten Saison interessierte sich der portugiesische Erstligist Vitória Guimarães für ihn. Und so kam es, dass der Junge, der noch vor kurzem in der Küche eines Waisenhauses Geschirr gespült und Kartoffeln geschält hatte, Ende 2009 von den Titelseiten der größten Sportmedien des Landes lächelte. Der junge Fußballer schaffte es, in den ersten 6 Spielen 5 Tore zu erzielen. Darüber hinaus wurde er mehrfach als Player of the Match ausgezeichnet. All dies erhöhte nur das Interesse der europäischen Clubs an dem ehemaligen Obdachlosen. Aber wohin ihn seine Reise dann führen würde, hätte er sich nicht träumen lassen. Als Thiago sein 2. Spiel für Vitória bestritt, ahnte er nicht, dass auf der Tribüne ein Assistent von Alex Ferguson saß, dem Cheftrainer des europäischen Fußballriesen Manchester United, und ihn genau beobachtete. Und er war von BBs Leistung begeistert. Nur wenige Tage später flog ein Obdachloser aus den armen Vierteln per Privatjet nach Manchester, um dort einen Vertrag bei einem der herausragenden europäischen Vereine zu unterschreiben. Damals konnte BB kaum glauben, dass ihm all dies wirklich passierte. Noch vor 1,5 Jahren lebte er in einem Waisenhaus, spielte in zerrissenen Turnschuhen mit Obdachlosen und jetzt stand er neben Weltfußballern, die er nur aus dem Fernsehen kannte. Leider schaffte es der 19-jährige Thiago nicht, im Stammkader der Red Devils Fuß zu fassen. Er wurde an einen anderen Verein ausgeliehen. Von 2010 bis 2016 spielte er bei vielen Profiklubs in Europa, wie dem türkischen Besiktas und dem portugiesischen Benfica. Und das, obwohl er den größten Teil seiner Karriere auf Leihbasis spielte. Aber das war nicht so wichtig. Das Wichtigste war, dass BB ein Profifußballer wurde. Jetzt spielte er bei den großen Vereinen des europäischen Fußballs und Seite an Seite mit den berühmtesten Fußballern. Sein Gehalt überstieg 1 Million Dollar pro Jahr und er konnte sich nun alles leisten. Thiago Manuel Dias ist jetzt 30 Jahre alt und spielt beim spanischen Verein Rayo Vallecano aus Madrid. Er hat ein großes Haus, mehrere Autos und vor allem eine geliebte Frau und einen Sohn. BB verbringt viel Zeit mit seiner Familie und ist mit der Erziehung seines Jungen beschäftigt. Er hat endlich all das bekommen, wovon er an langen Abenden im Waisenhaus träumte. Und alles dank seines Glaubens an sich selbst und des unbändigen Wunsches, sein Leben zu ändern. Die Lebensgeschichte eines Waisenkindes, das so gut wie keine Perspektiven hatte und so viel erreichen konnte, ist bewundernswert und bestätigt einmal mehr die Tatsache, dass jeder Erfolg haben kann. Du musst unbeirrt deinem Ziel zustreben und hart an dir arbeiten. Gib niemals auf und lasse in deinen Bemühungen nicht nach. Träume, strebe und dann wirst du Erfolg haben, sagt der Fußballer jetzt. Seine Geschichte ist der beste Beweis dafür. Was denkt ihr? War es nur Glück oder das Ergebnis harter Arbeit? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Das ist alles für heute. Bitte bewertet das Video. Tschüss und bis bald.